Herzlich willkommen am Brugger Weihnachtsmarkt, auch heuer natürlich hier wieder am Brugger Hauptplatz. Wir schauen uns an, wie es den Ausstellern geht und was es in den nächsten Wochen noch hier zu hören und zu sehen gibt. Bruno Rabl, Veranstalter des Brugger Weihnachtsmarktes. Die ersten zwei Wochen sind vorbei. Wie zufrieden sind wir? Wir sind wirklich überrascht und sehr zufrieden. Es ist ein herrlicher Besuch, großartige Stimmung. Jeder unserer Aussteller, glaube ich, ist sehr zufrieden. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Auch die nächsten zwei Wochen gibt es noch viel Programm, auch was Neues. Erzähl uns davon ein bisschen. Wir haben am 15. neu dazu bekommen als Bereicherung den Frecki Leitner. Und haben am 22. den Singkreis Kapfenberg noch einmal hier, mit dem hervorragend gespielt haben am ersten Tag. Auch Mema TV wird sich natürlich stark einbringen mit einem eigenen Programm, das auch fürs Fernsehen aufgenommen wird. Da bin ich sehr dankbar, dass Mema TV das macht. Sie spielen von 14 Uhr, glaube ich, bis 20, 21 Uhr durchgehend mit verschiedenen Künstlern. Und es ist ganz sicher der Höhepunkt dieses Musikprogrammes. Ich kleine bisschen Nüsse und Zuckerl an alle braven Kinder. Und ich weiß, in Brugg sind glaube ich nur brave Kinder. Also ich bin überwältigt von so viel Publikum und auch von vielen Kindern, die hier am Hauptplatz gekommen sind. Auch der SC Brugg ist natürlich wieder präsent hier am Brugger Weihnachtsmarkt. Was macht ihr genau hier und warum macht ihr das? Ja, in erster Linie machen wir das für die Jugend, für den SC Brugg. Und wir haben uns bereit erklärt, der Lechner Ronny, meine Frau und ich, dass wir eigentlich für die Jugend, für den SC Brugg da ein bisschen Budget und ein bisschen Geld hereinbringen. Und bei uns gibt es eigentlich tolle hausgemachte Sachen wie ein Amaretto-Punsch, ein Glühwein, Frosty und ein Kinderpunsch. Und kalte Getränke haben wir ein paar Spezialitäten wie den Weiter Enschel und ein Eierlikör. Das heißt, bei euch kann man sich nicht nur aufwärmen, sondern man tut auch was Gutes. Genau, eigentlich. Es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Wir machen das ehrenamtlich und muss ich sagen, für einen guten Zweck. Und ja, wir haben uns bereit erklärt, dass wir das heuer erstmalig machen. Der Herr Schlagbauer ist auch der Mr. Eisenbahn. Was präsentierst du hier am Brugger Weihnachtsmarkt? Ja, hier am Brugger Weihnachtsmarkt fahren wir mit unserer Gartenbahn 7,25 Zoll. Die Kinder sind recht herzlich eingeladen mitzufahren. Wann ist das Ganze? Immer von Donnerstag bis Sonntag bei halbwegsem Wetter. Heute regnet es, aber sonst fahren wir sehr gerne Donnerstag bis Sonntag immer von 16 bis 18 Uhr. Euch findet man aber auch im Wirtschaftspark. Ja, die Firma Innofred wollte eine Modelleisenbahn bauen. Wir haben gesagt, wir helfen mit und jetzt gibt es eine der größten Modelleisenbahnen des Landes hier in Brugg an der Mur im neuen Wirtschaftspark. Jetzt rückblickend, wie zufrieden seid ihr? Man muss sagen, es wird sehr gut angenommen, viele Besucher sind da und wenn die Kinderaugen strahlen, ist das Schönste, was man Kindern eine Freude machen kann, hier mit der Gartenbahn zu fahren.
Wir laden Sie ein zum Tag der offenen Tür im Büro des Innovationszentrums in Kapfenberg. Am Montag, den 12. Dezember von 9 bis 16 Uhr. Neben einem kleinen Imbiss und Getränke stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der einzelnen Firmen gerne für alle Fragen und Wünsche persönlich zur Verfügung. Infos zu den Firmen auch im Internet unter www.biz-kapfenberg.at. Mehmer TV präsentiert die Starweihnacht am 18. Dezember im Weihnachtsdorf Bruck an der Mur. Mit dem Gesangsverein St. Marein, Marc André, Bernd Kurek, Sven Gilbert, den Kapfenberger Gospelsingers und vielen mehr. 18. Dezember, Hauptplatz Bruck an der Mur. Eine herzliche Einladung zum Adventkonzert Lichter der Hoffnung gibt es vom Gesangsverein St. Marein. Am Donnerstag, den 8.12. um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Marein. Mitwirkende sind der Gesangsverein St. Marein unter der Leitung von Josef Eisler und das Harmonika-Ensemble Brattl Runde Batz. Wenn ich oben am Gipfel steh und die Freiheit tut so richtig weh. Bald geht's los, das große Ski-Opening auf der Brunnalm Hohe Veitsch am 17. Dezember mit DJ und Hanna live. Los geht's um 11.30 Uhr am Nachmittag, großes Kinderprogramm. 17. Dezember, Brunnalm Hohe Veitsch. Der Eintritt ist frei. Ich steh auf dich. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at. Auch heuer wieder der Wartberger Adventsmarkt. Ortsansässige Vereine werden Sie wieder mit vielen vorweihnachtlichen Köstlichkeiten verwöhnen. Es gibt auch wieder viele wunderschöne Handarbeiten und Aussteller. Geöffnet ist der Wartberger Adventsmarkt am Samstag, den 3., 10. und 17. Dezember jeweils ab 16 Uhr. Die Vereine und Aussteller freuen sich über Ihren Besuch.